Erst neulich habe ich an einem Tag gleich mit zwei Kollegen gesprochen, die den gleichen Irrtum über die Polizeigewerkschaft hatten. Sie haben gesagt, ja, ich bin doch schon gut über die Gewerkschaft rechtsschutzversichert. Großer Irrtum, der zu sehr viel Kopfzerbrechen führen kann und auch ziemlich teuer werden kann. Ich habe das selber bei einem Kollegen erlebt, der dachte, er hätte diesen Rechtsschutz und ihn nicht bekommen hat. Und das führt zu bösem Erwachen und ich möchte nicht, dass dir das passiert. Deswegen möchte ich dir im Folgenden drei Irrtümer nennen, die die allermeisten Kollegen über die Polizeigewerkschaft haben. Wenn mir etwas passiert, dann habe ich Rechtsschutz über die Polizeigewerkschaft. Und ja, es stimmt, du hast einen gewissen Rechtsschutz über die Polizeigewerkschaft, denn wenn dir im beruflichen Bereich etwas passiert, dann geben die dir einen Anwalt. Das sind auch meistens Fachanwälte, die sich natürlich mit dem öffentlichen Dienst auskennen. Das heißt, du hast hier Rechtsschutz. Was dabei aber oftmals nicht erwähnt wird, ist, dass dieser Rechtsschutz erstmal nur im beruflichen Bereich besteht. Das heißt, im Privatbereich hast du nichts und zum Beispiel auch, wenn es um deinen Führerschein geht, wegen einer Ordnungswidrigkeit oder anderen Geschichten, da bräuchtest du auch immer sehr oft einen Anwalt. Das hast du über die Gewerkschaft nicht. Und was vor allem ganz wichtig ist zu wissen, der berufliche Rechtsschutz von der Gewerkschaft, der hat so seine Lücken. Denn was zum Beispiel viele Kollegen nicht wissen, ist, dass die Gewerkschaft dir keinen Rechtsschutz gewährt, wenn es gegen die Interessen der Gewerkschaft ist. Also das musst du dir mal geben. Wenn es gegen die Interessen der Gewerkschaft ist, dann geben die dir nichts. Und das kann aus vielen erdenklichen Gründen passieren. Du hast übrigens auch keinen Rechtsschutz, wenn es gegen andere Mitglieder ist. Das heißt, wenn ein Kollege zufällig bei der gleichen Gewerkschaft ist, was ja durchaus wahrscheinlich ist, es gibt ja nicht so viele Polizeigewerkschaften, dann hast du keinen Rechtsschutz von Seiten der Gewerkschaft, wenn da im Dienst irgendwas passiert. Das Krasse ist auch, wie schon gesagt, die Gewerkschaft kann sagen, wenn es gegen unser Interesse ist, dann machen wir das nicht. Sie können dir aber auch während dem Verfahren, können sie dir den Rechtsschutz entziehen, wenn sie sagen, es ist keine Aussicht mehr auf Erfolg. Das heißt, du bist gerade richtig am Kämpfen, um dein Recht da durchzusetzen und die Gewerkschaft kann von heute auf morgen sagen, wir geben dir keinen Rechtsschutz mehr. Ich kenne auch einen Kollegen, bei dem hat die Gewerkschaft ihm 250 Euro für seinen Rechtsschutzfall gegeben und der Fachanwalt, Zitat, hat gemeint, ja, dafür dürfte er eigentlich nicht mal eine Erstaufnahme machen. Das heißt, der berufliche Rechtsschutz der Gewerkschaft hat so seine Lücken. Hier kann ich dir auch empfehlen, habe ich mal einen Podcast dazu aufgenommen. Hör da auf jeden Fall mal rein, denn da gehe ich noch weiter ins Detail auf diese Thematik ein. Glaub mir, das ist super interessant und 99% der Kollegen wissen überhaupt nicht, welche Lücken sie eigentlich haben. Egal ob beruflich oder privat, es passieren tagtäglich Unfälle. Wenn man den Statistiken Glauben schenkt, dann haben wir bis zu 9 Millionen Unfälle in Deutschland jedes Jahr und die meisten davon passieren im privaten Bereich. Und die Definition von so einem Unfall ist ein plötzliches Ereignis, was von außen auf deinen Körper einwirkt und zu einer Schädigung führt. Dieser Zungenbrecher, das ist die Definition von einem Unfall. Und viele Kollegen sagen mir auch, wenn es um das Thema Unfallversicherung geht, ja warte mal, ich bin doch über die Gewerkschaft schon gut abgesichert, darüber habe ich ja eine Unfallversicherung. Und ja, das stimmt, du bist über die Gewerkschaft auch in gewisser Hinsicht unfallversichert. Ich habe dir mal von der Deutschen Polizeigewerkschaft hier was mitgebracht. Das sind die Leistungen im Unfallbereich und da kannst du nachlesen, du hast ca. 3000 Euro, was du hier bei Vollinvalidität bekommst. Du hast richtig gelesen, 3000 Euro bei Vollinvalidität, nur um das mal ins richtige Verhältnis zu rücken. Es gibt eine DIN-Norm, die macht Vorschriften für barrierefreies Wohnen und alleine wenn du dein Bad barrierefrei umbauen möchtest, was du bei Vollinvalidität machen musst, würden da Kosten von ungefähr 18.000 Euro auf dich zukommen, nur für das Bad. Das ist zwar ganz nett, ist aber im Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten, die auf dich zukommen, überhaupt nichts. Ich habe dir hier mal ein Bild gemacht von einem normalen DIN A4 Blatt und daneben kannst du diese 1-Cent-Münze sehen. Diese 1-Cent-Münze entspricht dem Doppelten von dem, was du von der Gewerkschaft bekommst. Du siehst, ist ein kleiner Unterschied. Jetzt sag mal nochmal jemand, ja, ich bin schon über die Gewerkschaft gut unfallversichert. Ein weiterer Punkt ist das Thema Diensthaftpflicht, denn hier sagen auch viele Kollegen, dass sie über die Gewerkschaft gut abgesichert sind. Und ja, man hat vernünftige Leistungen über die Gewerkschaft im Bereich der Diensthaftpflicht. Ich habe dir hier mal die Leistungen eingeblendet. Da kannst du sehen, hier hast du teilweise mehrere Millionen an Absicherung. Aber auch hier haben wir wieder Lücken, die wir erst herausfinden, wenn man mal in die Details reinguckt. Was zum Beispiel ein sehr großes Manko in diesem Beispiel ist, ist das Thema Vermögensschäden. Du kannst sehen, die Leistung für Vermögensschäden liegt bei 5000 Euro. Was ist ein Vermögensschaden, wenn du zum Beispiel mit dem Streifen irgendwie einen Geschäftsmann gerade zuparkst, der kriegt seinen Flieger zu seinem Business-Meeting nicht und der tut jetzt dich als Privatperson verklagen, weil er wegen dir jetzt einen Vermögensschaden hat, dann würde diese Diensthaftpflicht greifen und 5000 Euro, das ist wirklich nicht viel, das kann durchaus mal deutlich mehr werden und das würde für dich im Worst Case bedeuten, alles was über die 5000 hinausgeht, das musst du aus eigener Tasche zahlen. Viele Kollegen schauen sich auch nicht die Kfz-Leistungen an und fahren wie die gesenkte Sau durch die Innenstadt. Ich kenne das selber, als ich noch im Dienst
war. Da tust du wirklich manchmal daneben sitzen und denkst dir, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Und man hat auch schon öfters, zumindest ich, auch Bilder gesehen von Dienstunfällen, wo die Kollegen größere Unfälle gemacht haben. Und hier ist eins wichtig zu wissen, wenn der Dienstherr dich in Regress nimmt, wenn er also sagt, das, was du da gemacht hast, war fahrlässig, was bei einem größeren Unfall durchaus sein kann, dann hast du oftmals über die Gewerkschaft nur eine bestimmte Summe abgesichert, wie in unserem Fall, wo man sagen muss, dass diese Summe auch durchaus überstiegen werden kann, wenn wir mal einen größeren Unfall haben und wenn wir mal ein Fahrzeug beteiligt haben, was ein bisschen mehr kostet. Bedeutet auch in diesem Szenario, wenn wir beispielsweise einen Gesamtschaden von 120.000 Euro haben, werden zwar 50.000 abgedeckt und die anderen 70.000 müsstest du aus eigener Tasche zahlen. Und hier kommt wieder der Punkt 1 mit ins Spiel. Du kannst das jetzt natürlich blöd finden. Du kannst auch sagen, ich leite rechtliche Schritte gegen euch ein. Das Blöde ist aber, du hast ja auf die Gewerkschaft vertraut und hoffst jetzt, dass du einen Anwalt bekommst. Die Gewerkschaft gibt dir aber keinen Rechtsschutz für Szenarien, die nicht in ihrem eigenen Interesse sind. Deswegen, du kannst jetzt natürlich einen Anwalt nehmen, aber von der Gewerkschaft wirst du sicher keinen bekommen. Das heißt, wenn man es mal zusammenfasst, die Gewerkschaft hat hier, sage ich mal, gewisse Basics, die im einen oder anderen Bereich ein bisschen weniger gut, im anderen Bereich vielleicht ein bisschen besser sind, aber einen wirklich umfassenden Schutz, insbesondere wenn es mal irgendwie gegen die Gewerkschaft geht, da stehst du dann alleine da und hast im Worst Case sogar Kosten, auf denen du sitzen bleibst, weshalb man sich definitiv auch im Detail damit beschäftigen sollte, welche Leistungen bietet mir meine Gewerkschaftsmitgliedschaft überhaupt und bin ich nicht besser abgesichert, wenn ich mich privat drum kümmere. Wenn du dabei Hilfe möchtest, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, schau mal auf finanzkorb.de vorbei, da kannst du dir einen Termin buchen, dann schauen wir uns das gerne mal in deinem konkreten Fall an, weil die Gewerkschaften, die sind auch total verschieden, man kann nicht sagen, jede ist gleich, es gibt ja die blauen, die grünen und dann muss man noch kommunal unterscheiden, was bieten die für Leistungen, das heißt, man muss hier im Einzelfall drauf gucken und da helfe ich dir sehr gerne weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, dein Finanzkorb, Kai Buczynski.